Populisten, die werden ja jetzt immer frecher. Ich meine, die Frau Fekter, diese größte Weltökonomin aus Adnang-Buchheim, die kämpft zwar heldenhaft gegen die Kommunisten. Haben Sie gehört, diesen Kommunisten-Mum, den will sie jetzt aus der Nationalbank rauswerfen. Ja gut so, weil ein Kommunist in der Nationalbank, wo kämen wir denn da hin? Aber der Kampf gegen die Kommunisten, der ist richtig aussichtslos, weil das ist ein Kampf wie gegen eine siebenköpfige Hydra. Kaum schlägt man wo einen Kopf ab, schon streckt die Kommunisten-Hydra woanders ihren Kopf raus. Haben Sie gelesen, was dieser Kommunist Peter Rabel in diesem Kommunistenblatt Kurier geschrieben hat? Ja, ist ja kein Wunder. Dieser Kurier, der gehört ja zur Raiffeisen und hat Raiffeisen nicht so als Logo, Hammer und Sichel? Ja, nicht ganz, aber immerhin sowas Ähnliches. Also da schreibt dieser Kommunist Peter Rabel doch glatt, dass die Bankenrettung und sonstige Rettungsprogramme die Vermögen der europäischen Banken und ihrer Eigentümer gesichert haben und dass die sich die Rettung ihrer Vermögen auch noch bezahlen lassen, weil sie dem Staat jetzt Geld leihen und dafür Zinsen kassieren. Mehr noch, hören Sie sich an, was der sonst noch schreibt. Der schreibt dann glatt, die Schulden- und Wirtschaftskrise wird sich nicht lösen lassen ohne Beteiligung der über 20 Jahre dramatisch gewachsenen und weiter wachsenden Vermögen. Die 90% der Normalverdiener und Vermögenslosen hat in den letzten 15 Jahren finanziell verloren. Da ist es mehr als gerecht, die großen Vermögen auch mit Besteuerung der Substanz zu beteiligen. 1% schlägt er jährlich vor. 1%. Das sind ja in 100 Jahren 100%. Das ist ja Enteignung. Oder zumindest wirkt das wie Enteignung auf die, die in Mathematik in der 3. Klasse Volksschule stecken geblieben sind. Brr, wir sollten diesen Rabel vom Verfassungsschutz beobachten lassen. Das wird übrigens unser Verfassungsschutz auch gerade noch hinkriegen, weil der Rabel jetzt neuerdings auch twittert. Und der Mittelstand, die Mittelschicht, die zittert jetzt, weil der Rabel das Ersparte wegsteuern will. Sie wissen ja, die Mittelschicht, das sind jene Leute, die mehr als 100.000 Euro im Jahr verdienen und ein Vermögen von mehr als 500.000 Euro besitzen, aber das subjektive Gefühl haben, dass ihre 10 besten Freunde immer noch mehr verdienen als sie. Und diese Mittelschicht findet so ewig grästrige Klassenkämpfer wie Rabel einfach unerträglich. Denen ist Klassenkampf total zuwider. Die kämen nie auf die Idee, Klassenkampf zu betreiben. Rabels Ideologie dagegen trägt ziemlich klassenkämpferische Züge und er ist eben ein beinharter Linkssozialist, was eh das gleiche ist wie Kommunist. Und zu dem Rabel, seinem kommunistischen Bund, gehört eben auch zum Beispiel dieser Haselsteiner, auch so ein ganz gefährlicher Kommunist, der gesagt hat, absurd hohe Gehälter verdienen absurd hohe Steuersätze und der deshalb für einen Spitzensteuersatz von 80% plädiert. Rabel, Haselsteiner, überall Kommunisten. Und der gefährlichste von allem, das ist dieser Kommunist Christian Köck, das ist so ein richtiger Utopist, ein ganz gefährlicher Gesundheitsunternehmer ist der. Der hat so eine Healthcare Company und war zeitweilig sogar Parteichef dieses bolschewistischen liberalen Forum. Und wissen Sie, was der gesagt hat? Das Geld, das die Staaten kurz- und mittelfristig brauchen, kann nur von denen kommen, die viel haben. Ein Staat funktioniert nur, wenn die Bevölkerung mehrheitlich glaubt, dass es fair zugeht. Aus der Sicht von jemandem, der vermögend ist, gerne hier lebt und sein Geld nicht in eine private Polizei stecken will, ist es logisch, etwas davon herzugeben, damit wir gemeinsam gut hier leben können. In egalitären Gesellschaften lebt es sich besser. Das hat der gesagt. Also diese Kommunisten, dieser Rabel, dieser Haselsteiner, dieser Köck, die schüren den Neid. Die führen eine Neiddebatte. Die wollen der Mittelschicht das Lenkrad vom Tritt-Porsche wegsteuern. Und da frage ich Sie, sind das nicht total gefährliche Bolschewisten? Ich meine, wie soll man den Porsche denn steuern ohne Lenkrad? Ja, Neid, weil bei uns gibt's doch eh eigentlich keine Reichen. Die sind ja gar nicht wirklich reich. Ich meine, die obersten 10% besitzen doch bei uns eh nur 60% aller Finanzvermögen und Immobilienvermögen. Das ist doch nicht so viel. Ich meine, stellen wir uns das vor, 10 Leute bestellen sich 10 Pizzen und der Leistungsträger von denen, der kriegt eh nur 6 von den 10 Pizzen für sich allein. Stellen wir uns das mal vor, der beste, schönste, erfolgreichste von denen kriegt eh nur 6 von den Pizzen und den 9 anderen bleiben eh noch immerhin 4 von diesen Pizzen übrig. Das ist ja eh fast der halbe für jeden von denen. Und da muss man doch nicht dem, der eh nur 6 von die 10 hat, noch ein bisschen wegnehmen. Weil da sind wir dagegen. Das wäre doch total neidig. Und da wird der grantig, dieser eine, wenn man mit ihm mit Neid kommt. Weil Neid ist ein ganz, ganz unsympathisches Gefühl.
Und die Mittelschicht kriegt jetzt schon das nervöse Zucken und das mit Recht. Ich meine, die schlafen schon schlecht, die Leistungsträger, wenn sie dauernd so Drohungen wie von dem Rabel hören müssen. Und wie sollen die denn dann was leisten am nächsten Tag, wenn sie so schlecht geschlafen haben in der Nacht, frage ich sie. Und alles nur wegen so Kommunisten wie dem Rabel. Einsperren, sollten wir die. Einsperren, sage ich. Aber zum Glück haben wir ja die Mitzi Fekter, die ist voll wirtschaftskompetent und voll gegen diesen sozialen Neid. Und zum Glück haben wir vor allem auch den Werner Faymann, der wäre zwar eigentlich schon auch für die Ideen von dem Rabel und dem Haselsteiner und dem Köck, aber der hat halt Angst, dass man, wenn er sich diese Ideen zu lautstark zu eigen machen wird, dass man ihn dann hinstellen wird als Kommunist. Und der hat da total viel Angst davor, dass man ihn dann für einen total gefährlichen Kommunisten hält. Wobei ich glaube, dass die Gefahr nicht wirklich besteht, weil es ist schon möglich, dass man den Faymann für einen Kommunisten hält, aber dass man ihn für gefährlich hält, das ist eigentlich nicht möglich, oder? Und deswegen ist das so bei uns, aber in ganz Europa, weil der Faymann und auch die anderen aus seiner Gesinnungsgemeinschaft des Kommunismus im Rahmen des von den Konservativen erlaubten, deswegen ist das bei uns eben so, dass wenn es dazu Verhandlungen zwischen Kommunisten und den Wirtschaftskompetenten kommt, dann sind die total beinhart, diese Verhandlungen. Da sagen dann die Wirtschaftskompetenten, keine neuen Steuern, sparen bei die kleinen Leute, aber einen Fiskalpakt, das ist unser Jungtim, basta. Das sagen die mal zunächst. Und dann kommen die Kommunisten und die sagen genauso entschlossen. Na, bitte, könnte man nicht noch ein bisschen über ein paar Details reden? Und in diesen total beinharten Verhandlungen kommt dann ein Kompromiss raus, der komischerweise fast immer mit den Positionen, mit denen die Wirtschaftskompetenten in die Verhandlungen hineingegangen sind, kaum mit freiem Auge zu unterscheiden ist. Und das ist gut so, weil so kann unsere Mittelschicht gut schlafen. Und dann kommen die ganz beinharten Bolschewisten. Die wollen eine Revolution. Also nicht direkt eine Revolution, aber immerhin ein Volksbegehren haben sie gestartet für Steuergerechtigkeit. So nennen sie das, wenn sie den Neid schüren, diese Kommunisten. Bis Freitag kann man das noch unterschreiben. Und wissen Sie, was die da fordern? Die wollen, dass die Einnahmen aus vermögensbezogenen Steuern vor allem in die Entlastung von Arbeits- und Erwerbseinkommen fließen. Die nötige Budgetkonsolidierung hat ohne Abbau des Sozial- und Wohlfahrtsstaates zu erfolgen. Auf 2% des BIP sollen vermögensbezogene Steuern angehoben werden. Auf 2%, gerade dass die nicht Steuersätze fordern, wie sie in Sowjetamerika unter diesem kommunistischen Präsidenten Richard Nixon bestanden haben. Ja, diese Kommunisten werden immer frecher.